Hey alle zusammen! Letzte Season kam ja für den Hunter ein neues Exotic, was dafür sorgt, dass die Explosionsmesser noch ein Ticken stärker werden. Denn wenn ihr einen Gegner mit dem Explosionsmesser tötet, explodiert dieser. Und diese Explosion ist nochmal 6-mal so stark wie das normale Explosionsmesser. Und wenn euch mein Content gefällt, lasst gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Vielleicht schaffe ich es irgendwann zu den 2000 Abonnenten, das wäre wirklich mega für mich. Und zusammen wären wir dann auch 2000 Leute hier auf diesem Kanal. Und das würde mich auch ziemlich freuen, wenn unsere Community wachsen würde. Noch dazu bin ich ab und zu live auf Twitch, schaut gern vorbei. Und dann geht's jetzt erstmal weiter. Also bei der Subclass vom Hunter spiele ich erstmal das Klingenfeuer. Eine ziemlich starke Ulti. Ab und zu gehe ich aber dann auch auf die goldene Kanone. Je nachdem, was gerade für ein Boss ist, ich sage jetzt zum Beispiel mal Riven in Last Wish. Da sollte man die Augen ja zum Beispiel nicht treffen und muss genau einen gewissen Punkt treffen, also sollte man dann lieber mal die andere Ulti nehmen. Ja, Ausweichen, dabei habe ich das waghalsige Ausweichen, dass wir unseren Nahkampf wieder bekommen, wenn wir in der Nähe von einem Feind ausweichen. Dann den Dreifachsprung. Natürlich das Explosionsmesser, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann habe ich noch die heilende Granate dabei. Finde ich persönlich ziemlich in Ordnung. Da wir die ganze Zeit unser Messer schmeißen und die Explosion ziemlich stark ist, braucht man jetzt nicht zwingend noch eine Granate dazu. Aber solltet ihr jetzt zum Beispiel in einem 6er-Team unterwegs sein, könnte man natürlich auch noch irgendeine andere Granate mitnehmen. Aber für Solo-Content, finde ich, ist das schon nicht schlecht. Dann bei den Aspekten. Habe ich auf dein Zeichen dabei. Präzisionstodesstöße gewähren dir und deinen Verbündeten in der Nähe für kurze Zeit erhöhte Waffenhandhabung und Nachladetempo. Das Aktivieren einer Klassenfähigkeit gefährt dir sofort den maximalen Stapel auf mein Zeichen. Hier bekommen wir nochmal 3 Slots dazu. Dann habe ich noch dabei Maisy Nieder. Unsere Supers werden verbessert. Unsere Dauer zum Beispiel bei der goldenen Kanone wird verbessert und die Dauer und unser Klingenfeuer hat mehr Projektile. Und noch dazu, wenn wir also strahlend sind, gewähren uns Todesstöße mit dem ausgerüsteten Messer neue Nahkampfenergie. Das heißt, wir töten einen Gegner mit unserem Messer oder teilweise auch nur mit der Explosion von dem Messer zum Beispiel und wir bekommen unser Messer direkt wieder zurück, wenn wir strahlend sind. Dann Fragmente, Glut der Eruption, unsere Entzündungen sind nochmal viel größer und wir bekommen Stärke dazu. Dann Glut der Fackel, wenn wir nämlich jemanden mit einem Nahkampfangriff einfach nur treffen, also halt mit dem Messer, werden wir strahlend. Und dadurch bekommen wir halt, wenn wir strahlend sind und jemanden töten, unser Messer direkt wieder zurück. Dann habe ich noch dabei Glut der Kohle, unsere Solarentzündungen verbreiten Versengen unter den betroffenen Zielen aus. Entzündungen sind halt allgemeine Solarexplosionen und das Versengen sorgt dafür, dass die Gegner nochmal ein bisschen mehr Schaden bekommen, dann werden die Zahlen auch so gelb. Dann habe ich Glut der Asche dabei, dass wir noch mehr Versengenstapeln auf dem Ziel anwenden können, das heißt es dottet einfach noch viel, viel länger. Dann habe ich noch dabei Glut des Empyreaners. Solar- und Waffenfähigkeitstodesstöße erhöhen die Dauer auf uns angewendete Wiederherstellung und Strahlendefekte. Da könnte man jetzt auch noch mit reinnehmen Glut des Tosenden, das halt allgemein das länger anhält. Da sind es ungefähr 15 Sekunden, wenn wir zum Beispiel die Granate auf uns schmeißen oder uns strahlend machen. Hier ist aber halt der Vorteil, das sind glaube ich auch 12 Sekunden oder 10 Sekunden, wenn wir halt mit Solar oder Nahkampffähigkeiten oder Waffen jemanden töten, fängt es immer wieder von vorne an. Das heißt, wenn wir es richtig machen, haben wir halt die durchgehend strahlend sowieso, aber auch die Wiederherstellung. So, und dann haben wir hier das Exo, Calibans Hand. Verbessert nämlich unser Explosionsmesser. Dein näher Explosionsmesser versenkt Ziele, die durch seine Explosion Schaden nehmen. Oder entzünden Ziele beim Todesstoß. Nach dem Wurf eines Nähexplosionsmessers erhältst du erhöhte Nahkampfregeneration, bis das Messer explodiert. Also das heißt, wir schmeißen das Messer, das Ziel explodiert sofort und wenn das dann nochmal explodiert, entzündet es alles um sich herum. Oder sollten wir unser Messer aus Versehen irgendwo an eine Wand schmeißen oder so,
lädt sich die Nahkampffähigkeit viel schneller wieder auf. Ja, dann kommen wir mal zu der Ausrüstung. Also ich habe hier einen Solarhelm dabei, wo ich noch Lebensquellen dabei habe. Wenn ich eine Solarquelle aufnehme, bekomme ich sofort erhöhte Regeneration. Ist so ein bisschen wie eine Heilung. Dann habe ich hier auf dem Exon noch Nahkampfquellenschöpfer. Wenn ich Gegner mit dem Nahkampf töte, was sehr oft passiert, verschaffen wir Elementarquellen. Dann auf dem Oberkörper habe ich jetzt noch mächtige Freunde dabei. Mit Akkuswiderstand und nochmal mit dem Season-Ding. Einfach damit ich nochmal plus 20 an Mobilität dazu gewinne. Damit ich hier bei Mobilität 100 habe und Stärke auch 100. Braucht man eigentlich nicht, aber ich habe gerne Stärke 100 nochmal mit dabei. Einfach aus dem Grund, sollte das Messer jetzt keine Ahnung wo landen, dass ich es halt sehr, sehr schnell wieder bekomme. Dann haben wir Solarschuhe, wo ich explosive Quellenschöpfer dabei habe. Hier bekomme ich nämlich dann Elementarquellen, wenn Gegner durch Explosionen sterben. Und hier habe ich noch einmal mannigfaltige Quellen. Jedes Mal, wenn ich eine Elementarquelle erschaffe, sind es gleichzeitig direkt zwei. Und hier habe ich dann noch Boomer dabei. Einfach, dass wenn ich meine Klassenfähigkeit einsetze, die ich ja oft einsetze, noch meine Granate ein bisschen schneller wiederbekomme. Ja, jetzt von den Waffen her ist es eigentlich ziemlich egal. Also ich würde empfehlen, auf jeden Fall zu schauen, dass man eine Waffe mit Weißglühend dabei hat. Weil dieser Perk einfach zusammen mit dem Bild super funktioniert. Galahorn ist da natürlich auch nochmal was ganz Nettes. Ist halt auch eine Solarwaffe. Aber so an sich ist es halt wirklich kein Muss. Also hier ist wirklich... Bisher ist mir jetzt noch keine Waffe dazu eingefallen, die da jetzt wirklich hundertprozentig gut dazu passt. Außer halt eine Waffe mit Weißglühend. Ja, also das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich spiele dieses Bild sehr gerne in Trashs. Oder halt, wenn halt in Strikes oder verlorenen Sektoren gerade Solar aktiv ist, weil dann eigentlich alles stirbt. Alles, was irgendwie mit meinem Messer in Berührung kommt. Und es ist einfach ein richtig geiles Gefühl, wenn man das Messer reinschmeißt und es explodiert wirklich einfach alles. Es explodiert alles. Noch dazu haben wir halt noch unsere heilende Granate, die uns halt in manchen Situationen echt den Hintern retten kann. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich arbeite gerade noch an ein paar anderen Builds, dass ich alles mal so ein bisschen abarbeite. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da oder schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch vielleicht noch so für Builds einfallen oder wie ihr vielleicht gewisse Sachen anders machen könntet. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao!